Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf the Hive. Und zwar heute auf der neuen Map SG8. Das ist das allererste Mal, dass ich die Map gespielt habe. Und vielleicht merkt ihr schon, das Ganze ist nachkommentiert. Warum ist eigentlich einfach zu sagen? Und zwar hatte ich einfach mein Mikrofon falsch rum. Also ich habe halt das Mikro nicht richtig, sondern falsch rum gehabt. Und deswegen hört sich das an, als hätte ich übelst krassen Schnupfen oder was auch immer. Auf jeden Fall hört sich richtig komisch an. Und das habe ich dann lieber gelassen. Eigentlich wollte ich mit Hermelinchen teamen, allerdings ist sie irgendwie relativ früh gestorben, weil die Map bei ihr gelaggt hat und sie hatte irgendwie Standbilder und so und dann ist sie halt gestorben. Und deswegen habe ich halt doch alleine gespielt und ja, wie gesagt, das war das allererste Mal, dass ich die Map gespielt habe. Davor habe ich sie mir einmal angeschaut als Spectator und da dachte ich mir so, WTF, was ist das für eine Map, aber zu meiner Meinung kommen wir später nochmal. Erstmal, ihr seht jetzt nicht wirklich eine krasse Chest, weil ich halt, wie gesagt, gar keinen Plan von der Map hatte. Und deswegen, ja, aber im Endeffekt war die Runde doch ganz gut und ja, ihr werdet das jetzt alles sehen. Und ja, also erstmal wundert vielleicht sich jemand, dass jetzt einfach nur so ein normales Video kommt, als 50. Episode, eigentlich wollte ich ein Special machen. Aber dazu kann ich sagen, ich habe halt heute gesehen, dass die Map rausgekommen ist und da habe ich mir gedacht, WTF, Alter, das musst du einfach aufnehmen, weil ich meine, es macht halt richtig viel Spaß, einfach den ersten Eindruck von einer Map aufzunehmen. Deswegen wollte ich auch eigentlich direkt mit Stimme machen, aber das habe ich irgendwie gefailt, natürlich, richtig professionell. Und ja, deswegen lade ich das jetzt erstmal hoch als 50. Video, aber ich habe etwas geplant, so als Special für die 50. Episode. Und zwar habe ich mir überlegt, 50, also 5, nehme ich die nächsten 5 Episoden lang einfach mal jeweils eine Challenge auf. Und das dann halt auf Hive und ihr könnt mir halt schreiben, was für eine Challenge das sein soll. Wenn ihr noch nicht so eine Idee habt, ich habe natürlich auch Ideen, falls euch nichts einfällt. Und ja, ich hoffe, das wird eigentlich ganz witzig und auch mal ein bisschen was anderes. Und deswegen, ja, also ich werde versuchen, die nächsten 5 Episoden vielleicht auch zwischendurch mal eine normale und dann und so weiter. Aber ich werde jetzt erstmal probieren, 5 Episoden Challenge zu machen, weil das wäre ziemlich cool und das ist halt chillig und so, weil, keine Ahnung, ich glaube, ihr versteht das schon. Und ja, dafür kommt jetzt dieses Video hier schon mal, weil, ja, ich meine, die Map, da kann ich einfach auch wieder schon viel, viel, viel zu sagen. Und zwar habe ich die Map jetzt schon ein bisschen mehr gespielt. Also das war jetzt wie gesagt das erste Mal und dann habe ich sie noch 2-3 Mal gespielt oder so, bis ich halt ein paar Mal Zeigfoto keinen Bock mehr hatte. Kennt man ja. Aber ich möchte jetzt einfach mal sagen, wie ich die Map finde. Und zwar finde ich sie eigentlich ganz okay. Also man kann sagen, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil es gibt halt sehr, sehr positive Punkte und sehr, sehr negative Punkte. Und irgendjemand ruft mich gerade auf dem Handy an, WTF. Kann ich das irgendwie... Ups, so. Und zwar gibt es etwas Gutes, und zwar ist das, finde ich, die Landschaft mehr oder weniger. Und zwar kann man, also es gibt ja relativ viele Schluchten und viel Wasser und so weiter. Und deswegen, finde ich, ist die Map eigentlich ziemlich gut, um Teams oder Hacker auszuschalten. Weil man kann die Hacker zum Beispiel irgendwo runterschlagen, einfach mit ein, zwei Hits. Oder halt natürlich auch die Team-Member und so weiter und so weiter. Außerdem gibt es relativ viele Wege, die so auf Halbstein sind. Das bedeutet, man kann richtig viel unsichtbares Feuer machen und man kann auch sehr viel PTNT platzieren und... Ja, an sich so war es halt. Und ich finde, vom Gelände her ist die Map quasi was Neues, weil sie halt ziemlich, ziemlich, ja, verklüftet ist. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ihr wisst halt, was ich meine, halt die ganzen Schluchten und Wasserfälle und so weiter. Und das finde ich ist eigentlich ziemlich nice. Und natürlich sieht die Map richtig geil aus, da kann man irgendwie nicht zu sagen. Natürlich gibt es ein paar Sachen, wie zum Beispiel hier die Wege. Also ich glaube, ich sehe das Gameplay ein bisschen zeitversetzt, aber da habt ihr wahrscheinlich gerade diese Cobblestone-Straße gesehen. Und ich finde, bei sowas kann man natürlich auch mal einen anderen Block wie Mossy-Cobble oder so reinbauen, aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Und ja, also wie gesagt, gebaut finde ich sie eigentlich richtig gut. Vor allem, ich finde das Thema auch geil, dass es einfach so eine Stadt ist mit Wasserfällen und so weiter und so weiter. Allerdings sind Wasserfälle natürlich für PvP auch nicht so das Wahre, weil man muss halt hochschwimmen, wenn man wieder hoch will und so weiter und so weiter. Kennt ihr ja alle und ich denke mal, die meisten von euch haben die Map eh schon selber gespielt und wissen, wie sie halt ist. Aber ja, das finde ich halt relativ cool und ja, es macht natürlich immer Spaß, eine neue Map zu erforschen. Deswegen ist eigentlich jede Map erstmal am Anfang was Cooles. Wobei ich sagen muss, dass bei dieser Map irgendwie, keine Ahnung, das macht nicht so viel Fun irgendwie. Also ich habe jetzt halt ein paar Runden schon gespielt, 3 oder 4. Und ich habe jetzt eine einzige Tier 2 gefunden. Nee, gar nicht, weil ich glaube, ich habe 2 gefunden, aber eine bin ich mir halt ganz sicher, weil da war Tier 2 Loot drin. Und die andere war halt leer, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es eine ist, aber ich bin mir halt nicht so ganz sicher. Und an sich weiß ich nicht, wo ich auf der Map suchen soll nach Tier 2s, weil ich habe keinen Bock, in jedes Haus zu gehen und jede Treppe hochzugehen und so weiter und so weiter. Und
Ja, den Enchanting Table und einen anderen Crafting Table außer dem am Spawn habe ich schon gefunden. Übrigens, sorry gerade für die ganzen Versprecher, aber es kommt bei mir irgendwie immer so, wenn ich viel rede, dann ist mein Mund irgendwann trocken und dann will meine Zunge sich nicht mehr bewegen, sozusagen. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, weil ich probiere ja immer in den Videos nicht aufhören zu reden oder so. Das war jetzt Grammatikvergewaltigung, aber scheißegal. Die Grammatikpolizei gibt es ja eh nicht mehr. Und naja, auf jeden Fall. Ja, verspreche mich halt ab und zu. Wo war ich denn? Also wie gesagt, ich wüsste halt nicht, wo ich suchen soll und so weiter und so weiter. Und einen Enchanting Table habe ich schon gefunden. Der ist nämlich in so einem, ja, was ist das? Ist das ein, in so einem Pavillon, kann man sagen. Und zwar ist der auf der Main-Insel, glaube ich, ist das. Und so ein anderer Crafting Table halt auch. Da bin ich übrigens fast in Lava gefallen. Oh mein Gott, ich hatte da so Angst. Das war richtig witzig. Da hättet ihr mich hören müssen. Naja, so auf jeden Fall, wie gesagt, die Map ist eigentlich relativ nice gebaut. Und ja, ist auch relativ gut für Kämpfe, kann man sagen. Aber was ich halt blöd finde, ist, dass sie irgendwie, sie wirkt halt echt sehr groß. Also, ich glaube, wer war denn das? Raider hat mal irgendwann gesagt, dass SG4 eine Map ist, die die Leute mögen. Und deswegen wollen sie die Maps jetzt immer genauso groß bauen wie SG4, also ungefähr so groß. Und SG7 war ja auch so groß. Und das ist ja auch eine sehr populäre Map eigentlich. Und ich glaube, dass die Map hier eigentlich auch so groß ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn sie auch noch vom Bauteam bereit ist. Weil warum sollten sie ihre eigenen Prinzipien da über den Haufen werfen? Das macht nicht so viel Sinn. Aber ich glaube, die Map wirkt einfach nur so groß wegen diesen riesengroßen Bauwerken, die einfach so riesen, gigantisch groß sind. Und dann diese Säulen, die so unglaublich detailliert sind und so weiter und so weiter. Also ich glaube, die wirkt einfach nur so groß. Und dann halt natürlich auch die Schluchten und so weiter. Aber insgesamt ist sie halt ziemlich nice. Vor allem, was ich richtig cool an der Map finde, sind die Wellen. Also auf der einen Seite ist da so ein kleiner, ja, so ein Meer, kann man sagen. Und das sind so Wellen außerhalb von der Kuppel und die sehen richtig gut aus. Also die müsst ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen. Die gefallen mir echt sehr, sehr gut. Und ja, das war so das, was ich über die Map sagen kann. Ich kann euch sagen, dass dieser Turm, wo ich jetzt gerade hochgehe, also ich weiß nicht, ob das ist, wie gesagt, so ein bisschen asynchron. Aber diesen Turm, den finde ich eigentlich richtig geil, auch um Teams auseinanderzunehmen. Weil in der Runde war nämlich ein Dreier-Team. Also ich glaube, man hat sie eben einmal, oder ich glaube, man sieht sie auf jeden Fall teamen. Und dann töte ich einen und die anderen beiden töte ich dann. Oh nein, ich habe voll gespoilert gerade, fällt mir gerade auf. Naja, auf jeden Fall gab es halt ein Dreier-Team und es tut mir leid, dass ich gespoilert habe. Es ist scheiße, Mann. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ist da halt ein Dreier-Team und der Turm, den mag ich richtig gerne, weil man kann halt hochgehen und direkt wieder runter über dieses Geländer. Das ist ziemlich chillig. Und ja, insgesamt macht die Map eigentlich einen ganz guten Eindruck auf mich. Sie gefällt mir ganz gut und na, es gibt halt immer einen Negativpunkt an allen Maps. Da kann man jetzt sagen, was man will, aber SG7 zum Beispiel, die Jump Pads, dass man runterfallen kann, ist negativ. Oder dass es halt an sich relativ wenig Platz gibt aufgrund der fliegenden Inseln halt, weil es ist halt alles in der Luft und es gibt halt nicht so viel Platz dann. Aber ja, es gibt halt auf jeder Map negative Punkte und positive Punkte auch. Und das ist bei der Map genauso. Was ich euch mal bitten möchte, ist, dass ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, wie ihr die Map findet. Weil das würde mich auf jeden Fall richtig interessieren, weil ich finde so, ja, Maps kann man immer relativ subjektiv bewerten, sozusagen. Weil jeder hat halt einen eigenen Geschmack und jeder findet andere Sachen cool für ein Gameplay, cool für eine Map. Und ja, wieder jemand anderes würde das zum Beispiel total scheiße finden. Deswegen interessieren mich mal eure Meinungen dazu. Ja, also, keine Ahnung. Meine Meinung ist eigentlich, dass sie ziemlich gut ist, aber es geht halt immer besser, aber ich finde die Map schon ziemlich nice eigentlich. Macht Spaß, sie zu spielen, obwohl SG ja mir zumindest im Moment nicht so ganz viel Spaß macht. Und ja, jetzt kommt dieser coole Moment und da seht ihr mal, was ich mit diesem Turm eigentlich meine, weil man könnte sie einerseits so runterangeln und andererseits kann man halt so über das Geländer halt wieder rüber, das ist ziemlich nice. Und ja, also mir gefällt die Map, kann man sagen. Ich weiß gar nicht, mit welchem Texturenpack ich spiele, mit dem. Okay, das ist such Texturenpack. Ich habe eigentlich richtig viel mit Default im Moment gespielt, aber irgendwie für die Aufnahme dann wieder such Speed, weil die Dächer sind lila und in meinem anderen Texturenpack, also mit meinem richtigen Texturenpack, was ich sonst immer benutze, sind die blau und das verwirrt mich irgendwie voll. Aber ich glaube, eigentlich sind die lila. Nur in meinem Texturenpack ist das lila irgendwie zu blau geworden, warum auch immer. Keine Ahnung, warum ich das jetzt erzähle, aber ist halt so. Das Gameplay neigt sich jetzt langsam dem Ende zu, was ich auch eigentlich ja, gutheißen kann, weil ich habe nicht mehr wirklich was zum Reden, weil ich wollte halt eigentlich, wie gesagt, über die Map reden und ich glaube, ich habe meine Meinung dazu jetzt äußerst explizit ja, kundgegeben. Ich weiß nicht, kann man das sagen? Na, ist auch scheißegal.
Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Es tut mir echt leid, dass ich es nicht live kommentiert habe, weil das war eigentlich auch voll gut live kommentiert. Nur halt mit so einer scheiß Quali, ich weiß nicht, das möchte ich euch eigentlich nicht so antun, weil ich habe mir letztens mal wieder ein altes Video von mir angeschaut. Und da habe ich noch, ich habe die Audiospur damals noch mit Audacity nachbearbeitet, das mache ich immer noch, aber ich habe sie damals halt noch mit anderen Effekten nachbearbeitet und dann hat sich das richtig komisch angehört. Und das ist mittlerweile zum Glück nicht mehr so, also ich finde es jetzt so viel besser und es ist auch natürlicher, so wie es jetzt ist, weil davor war es irgendwie so, ja, so komprimiert, kann man das sagen? Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es war halt so im Style von Julians Blog, also von Julians Blog ersten Videos habe ich die Stimme so ein bisschen hochgepitcht quasi. Und das hat sich übelst scheiße angehört, weil ich es einfach komplett übertrieben habe, weil in Audacity hat man keinen Unterschied gehört und am Ende hat man dann im Video einen richtig krassen Unterschied gehört. Aber das habe ich jetzt gelassen und ja, ich weiß gar nicht, wie bin ich darauf gekommen, WTF. Naja, so. Gibt es auch irgendwas zu sagen? Ich habe morgen wieder Schule. Oder nicht morgen, aber übermorgen. Also am Montag. Und das Video kommt, glaube ich, Sonntag, weil ich bin Sonntag nämlich nicht da. Also nicht zu Hause. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich in der Zeit halt hochladen. Und ja, ich hoffe halt, dass euch die Episode soweit gefallen hat. Ich werde dann probieren jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es genau schaffe, die nächsten fünf, also nächsten alle fünf Episoden eine Challenge zu machen. Wie gesagt, ihr könnt mir auch welche in die Kommentare schreiben, würde ich mich sogar drüber freuen, wenn es irgendwas ist, was noch nicht jeder hatte, so wie die F5-Challenge zum Beispiel. Sondern wenn es irgendwas ist, was ihr halt sehen wollt und so weiter, das wäre cool. Und ja, das war's denn schon eigentlich, was ich... Kann ich noch irgendwas erzählen? Also wie gesagt, Schule ist denn wieder. Dann habe ich, glaube ich, 10 Wochen Schule bis zu den Weihnachtsferien. Und... ich glaube, in der Schule liegt eigentlich gar nichts Großes an. Also ich weiß, dass ich nach den Weihnachtsferien ein Praktikum machen muss. Und dann fahren wir weg. Und ja, also ich glaube, da liegt eigentlich nichts an. Deswegen wird die nächste Zeit immer noch relativ chillig. Ich werde auch probieren, wieder ein bisschen aktiver in SG zu werden, weil ich try hatte gerade so ein bisschen Hide and Seek, kann man sagen. Also ich spiele das relativ viel. Und halt League of Legends. Da habe ich mir jetzt angewöhnt, echt jeden Tag ein Spiel zu machen. Das ist geil. Ja, auf jeden Fall. Naja, und auf jeden Fall... try hatte ich das jetzt halt so ein bisschen und wenn ich das halt geschafft habe, was ich vorhab, dann kann ich wieder richtig schön viel SG suchen und ja, das wäre natürlich richtig schön und ja, das Video ist jetzt zu Ende oder zumindest Gameplay bei mir und deswegen würde ich einfach sagen, ich hoffe, dass euch das Video soweit gefallen hat, ich hoffe, dass euch die Map gefällt, weil es wäre natürlich schön, wenn ihr eine neue Lieblingsmap habt quasi und ja, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt einfach mal Hashtag SG8 in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video, hoffentlich dann bei einer Challenge. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao, ciao.